eine kleine Klarstellung zum letzten Video möchte ich nochmal machen, weil ich glaube, entweder habe ich es gar nicht erwähnt im letzten Video oder ich habe es nur unterschwellig gemacht. Wir haben uns ja im letzten Video diese Formel hier hergeleitet. Und zwar, wie wir den Weg beschreiben können anhand der Variablen Anfangsgeschwindigkeit, Zeit und Beschleunigung. Und dafür hatten wir eigentlich nur zwei Annahmen gemacht. Und zwar einmal, dass der Ball durch die Gravitationskraft angezogen wird und dass wir wissen, dass sich der Weg zusammensetzt aus der Durchschnittsgeschwindigkeit mal der bisher verstrichenen Zeit. Und wir haben die Durchschnittsgeschwindigkeit dann ersetzt. Hier kannst du ja nochmal alles nachvollziehen oder wenn nicht, kannst du dir natürlich auch gerne das letzte Video nochmal angucken. Aber wichtig ist, was ich hier nicht angesagt habe, ist, wir dürfen diese Ersetzung hier, die Durchschnittsgeschwindigkeit ist gleich VA plus VE durch 2, nur vornehmen, wenn wir annehmen können, dass die Beschleunigung konstant ist. Konstant. Das haben wir natürlich auch gemacht. Wir haben ja gesagt, dass die Fallgeschwindigkeit hier oben, minus 9,8 Meter pro Quadratsekunde, dass die ja durchgehend gleich bleibt, auch wenn sie sich theoretisch wirklich minimal ändert, da sich die Entfernung zum Erdmittelpunkt ja auch minimal verändert. Aber für unsere Berechnungen haben wir ja festgelegt, können wir die minus 9,8 Meter pro Quadratsekunde ruhig so belassen und können davon ausgehen, dass die konstant sind. Also ganz wichtig, was ich damit nur nochmal feststellen wollte, ihr könnt die Durchschnittsgeschwindigkeit nur dann durch die Anfangsgeschwindigkeit plus die Endgeschwindigkeit durch 2 ersetzen, wenn ihr auch annehmen könnt, dass die Beschleunigung während des ganzen Bewegungsvorgangs auch gleich bleibt. Und wir wollen unsere Formel hier unten natürlich auch noch benutzen. Und zwar wollen wir uns jetzt mal die Bewegung, die wir im letzten Video uns angucken wollten, und zwar einen Ball, den wir einfach nur in die Luft werfen nach oben. Das wollen wir uns mal grafisch angucken, wie das Ganze dann aussieht. Und dazu müssen wir uns noch zwei Sachen klar machen. Wir wissen, dass wir den Weg so ausrechnen können und die Geschwindigkeit zu irgendeiner gegebenen Zeit, ich nenne sie jetzt mal Endgeschwindigkeit, das hatten wir ja hier oben auch schon mal benutzt oder ausgerechnet. Die Endgeschwindigkeit berechnet sich ja immer aus der Anfangsgeschwindigkeit plus dem Faktor, um wie viel wir denn eigentlich beschleunigt wurden. Also a mal Delta t. Wie gesagt, das hatten wir ja hier unten auch schon mal gemacht. A mal Delta t für VE eingesetzt. Und ja, das muss auch eigentlich schon reichen. Wir wissen, das kann ich auch nochmal mitnehmen, von oben gegeben hatten wir, dass VA 19,6 Meter pro Sekunde ist. Meter pro Sekunde. Und wir haben gegeben, dass unsere Beschleunigung gleich minus 9,8 Meter pro Quadratsekunde ist. Nochmal als Wiederholung, unsere Annahme ist, dass eine negative Zahl immer nach unten gerichtet ist. Das sind ja alles Vektorgrößen. Und eine positive Zahl geht in die Richtung nach oben. Das heißt, wir haben den Ball nach oben geworfen, er wurde aber die ganze Zeit nach unten beschleunigt. Was das bedeutet und vor allem welche Auswirkungen das hat, das gucken wir uns jetzt in den Diagrammen an. Ich zeichne mal hier zuerst mal unser Wegdiagramm hin. In dem schauen wir uns mal an, wie sich der Weg wegen dieser ganzen Bewegung denn eigentlich entwickelt. So. Und das wird unsere Zeitachse. T in Sekunden. Und das hier ist ja, muss dann ja unsere Wegachse sein. Die geben wir in Metern an. Und wir gucken uns mal die ersten 4 Sekunden an. Und 4. Und sagen wir mal, hier sind 5 Meter, hier sind 10 Meter, hier sind 15 Meter und hier sind 20 Meter. Und zusätzlich gucken wir uns auch noch ein Geschwindigkeitsdiagramm an. Geschwindigkeit. Das sieht ein kleines bisschen anders aus, weil die Geschwindigkeit während des Vorgangs auch irgendwann negativ wird. Aber das sehen wir dann ja gleich. Das hier ist also unsere Geschwindigkeitsachse in Meter pro Sekunde. Upsala. Aha. Und das hier wird wieder unsere Zeitachse. T in Sekunden. Und auch hier gucken wir uns natürlich dann die gleiche Zeitspanne an. 2, 3, 4 Sekunden. Und wir nehmen mal an, dass hier sind 10 Meter pro Sekunde und hier oben sind 20 Meter pro Sekunde. Und dann haben wir hier minus 10 und hier haben wir minus 20. Und spaßeshalber, auch wenn es nicht ganz so aussagekräftig ist, aber nur das, was wir einmal gesehen haben, gucken wir uns mal noch ein Beschleunigungsdiagramm an. Beschleunigung. Das hier ist unser A. Ups. Unser A in
Meter pro Quadratsekunde. Und natürlich gucken wir uns auch hier 4 Sekunden an. Das ist ein schön einfacher Graph, der Beschleunigungsgraph, weil wir von Anfang an schon angenommen haben, dass sich die Beschleunigung nicht ändert. Das heißt, zu jeder Zeit ist die Beschleunigung ja immer gleich. Also können wir die schon mal einzeichnen. Wir wissen, unsere Beschleunigung ist minus 9,8 Meter pro Quadratsekunde. Das heißt, der Graph, den wir zeichnen, müsste ungefähr so aussehen. Eine schöne gerade Linie, beginnt bei 9,8 und geht die ganze Zeit durch. Da sich unsere Beschleunigung ja nicht ändert über die Zeit, haben wir hier auch keine Ausschläge, sondern bekommen einfach nur eine gerade Linie. Und für die anderen beiden Diagramme schreiben wir uns am besten hier mal so eine kleine Tabelle hin. Wir gucken uns einmal t an, wir gucken uns den Weg an und wir gucken uns die, ich nenne sie mal Endgeschwindigkeit an, das ist nicht ganz richtig, das ist eigentlich eher die, wir können es auch anders nennen. Wir nennen sie mal einfach nur v, das ist die Geschwindigkeit zu der Zeit, die wir uns halt in dem Augenblick gerade angucken. So, und wir gucken uns mal die 0. Sekunde, ja, machen wir erstmal nur die erste. Ich mache am besten alles in einer anderen Farbe. Dann sieht man das ein bisschen besser, denke ich. Fangen wir doch mal mit Violett an. Gucken wir uns mal Sekunde 0 an. Wir haben ja hier oben unsere beiden Formeln, die wir brauchen. VA mal T, also die ganze Formel hier oben beschreibt unseren Weg und die hier unten beschreibt unsere Endgeschwindigkeit. Ich könnte eigentlich, ich glaube, das ist ein bisschen leichter, wenn wir hier mal noch so ein bisschen was wegnehmen. Und für die Formel schon mal einsetzen, wie die denn eigentlich aussieht, weil die meisten Werte davon haben wir ja schon. Nochmal den Stift auswählen. Also das ist das gleiche VA haben wir ja schon. Das ist also 19,6. Ich lasse mal die Einheiten weg, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Mal T plus ein halb A. Unser A ist ja minus 9,8 Meter pro Quadratsekunde. Und das mal ein halb sind minus 4,9. Also haben wir das hier oben, minus 4,9. Und das Ganze müssen wir auch nochmal t rechnen. Mal t. Und unsere Formel hier unten, die kennen wir ja auch schon. VA sind 19,6. 19,6. Na, da können wir gleich wieder Minus hinschreiben. Minus 4,9 mal t. Richtig? A, oh, natürlich falsch. Minus 9,8. 9,8 mal t. Minus 9,8 ist ja unsere Beschleunigung und unsere Anfangsgeschwindigkeit ist 19,6. So können wir jetzt gleich einfach nur die Zahlen einsetzen und können viel schneller ausrechnen und müssen uns nicht jedes Mal fragen, was das alles für Werte sind. Also zum Zeitpunkt 0 wollen wir unseren Weg ausrechnen. Dann würden wir also rechnen 19,6 mal 0, das ist 0, und dazu addieren wir minus 4,9 mal 0, also auch 0. 0 plus 0 ist 0. Also ist unser Weg zum Zeitpunkt 0, 0. Und unsere Geschwindigkeit ist minus 9,8 mal 0 ist 0 und 19,6 minus oder plus 0 ist immer noch 19,6. Falsche Farbe. 19,6. Also ist unsere Geschwindigkeit zum Zeitpunkt 0 ungefähr hier. So, weiter geht's. Sekunde Nummer 1. Nach einer Sekunde sind wir hier bei 19,6 mal 1, haben wir 19,6 plus minus 4,9 mal 1 ist minus 4,9. Und 19,6 minus 4,9, das sind 14,7. 14,7 Meter natürlich, alles in Metern hier. Haben wir ja hier vorne auch schon im Diagramm hingeschrieben. Alles, was in der Spalte hier drin steht, ist in Metern angegeben. Hier alles in Sekunden. Und hier rechts alles in Metern pro Sekunde. Und unsere Geschwindigkeit wollen wir uns auch noch angucken. Wenn eine Sekunde, achso, wir können es auch eigentlich schon mal eintragen. Unser Weg nach einer Sekunde beträgt 14,7, also ungefähr hier. Und unsere Geschwindigkeit zum Zeitpunkt 1, also nach einer Sekunde, ist 19,6 minus, und dann hier 9,8 mal 1 ist 9,8. Und 19,6 minus 9,8, das ist 9,8. Also wissen wir, nach einer Sekunde sind wir noch so schnell, 9,8 ungefähr. Meter pro Sekunde natürlich. Und weiter geht die wilde Fahrt. Sekunde Nummer 2. Nach Sekunde Nummer 2 haben wir 19,6 mal 2 minus 4,9 mal 2. 4,9 mal 2 sind 9,8.
19,6 mal 2 sind 38, 39,2. Und wenn wir das abziehen, kommen wir auf 19,6. Oh, ich sehe gerade, ich habe einen Fehler gemacht. Komme ich nämlich nicht drauf. Hier muss ja noch ein Quadrat hin. Richtig? Hier oben haben wir ein Quadrat. Also muss da auch noch ein Quadrat hin. Ich habe mich schon gewundert. Also nochmal. Wenn wir 1 einsetzen, ändert das ja nichts. Und wenn wir 0 einsetzen, ändert das auch nichts. Aber wenn wir 2 einsetzen, dann ändert das was. Und zwar 4,9 mal 2 hoch 2, also mal 4. 4,9 mal 4. Wo ist meine grüne Farbe? Da. Sind 19,6. Und hier oben haben wir 19,6 mal 2. Und 19,6 mal 2 minus 19,6, das sind definitiv wieder 19,6. So, das sieht doch vernünftig aus. Also ist unser Weg hier nach 2 Sekunden ungefähr hier bei 19,6 Metern. Und unsere Geschwindigkeit minus 9,8 mal 2 sind 19,6. Und 19,6 minus 19,6 ist 0. Wir sind also, wir haben den Punkt erreicht, an dem wir keine Geschwindigkeit mehr haben. Das heißt, wenn unser Ball ganz oben angekommen ist, an seinem höchsten Punkt, hat er für einen ganz, ganz, ganz kurzen Augenblick keine Geschwindigkeit und ist einfach im Stillstand sozusagen. Aber wir sind noch nicht fertig. Zwei Stationen haben wir noch nach 3 Sekunden. 19,6 mal 3 plus minus 4,9 mal, na gut, das kriege ich auch nicht hin. Da brauchen wir mal kurz unseren Taschenrechner. Wir haben 19,6 mal 3 ist gleich. Und das Ganze rechnen wir minus 4,9 mal 3 zum Quadrat sind 9. Kommen wir auf 14,7 wieder. 14,7. Also nach Sekunde 3 sind wir wieder bei 14,7. Wir scheinen uns also wieder nach unten zu bewegen. Und unsere Geschwindigkeit ist minus 9,8 mal 3. Und das Ganze, was da rauskommt, ziehen wir von 19,6 wieder ab, sind also minus 9,8. Unsere Geschwindigkeit ist also zum Zeitpunkt 3 negativ. Ich mache mal den Punkt hier, male ich mal nochmal nach, den sieht man sonst nicht. Und eine Sekunde bleibt uns noch. Nehmen wir mal diese schöne Farbe hier. Nach 4 Sekunden, 19,6 mal 4, das kriege ich auch wieder nicht alles im Kopf hin. Deswegen nehmen wir wieder unseren Taschenrechner zu Hilfe. 19,6 mal 4 minus 4,9 mal 16. Richtig? 4 zum Quadrat ist 16, ja. Ist 0. Überraschung. Wir sind wieder auf dem Boden angekommen. Nach 4 Sekunden sind wir wieder bei 0. Und wie schnell sind wir, wenn wir wieder auf dem Boden angekommen sind? 19,6 minus 9,8 mal 4, das sind minus 19,6. Minus 19,6 nach 4 Sekunden. So, jetzt müssen wir uns nur noch angucken, was uns das eigentlich alles sagen soll. Also, ich versuche jetzt mal hier einen schönen Graphen einzuzeichnen. Das ist unser Geschwindigkeitsgraph. Ah, müsste eigentlich eine gerade Linie sein. Wird wahrscheinlich an meinem schlechten Zeichenkünsten und an meinen schlechten Verhältnissen hier liegen, dass ich nicht alles genau gemacht habe, aber du kriegst auf jeden Fall wahrscheinlich die Vorstellung davon, wie das Ganze aussieht. Also du siehst ja, dass das Ganze hier durchgehend abfallend ist. Und das hier müsste aussehen wie eine Parabel. Also hier ist unser höchster Punkt gewesen, als wir die Geschwindigkeit 0 hatten, also sozusagen stillgestanden haben, und hier sind wir wieder bei 0. Also die müsste theoretisch symmetrisch sein, aber wie gesagt, meine Skalierung hier unten ist auch nicht so genau gewesen, ist ja alles nur mit dem Auge gemacht. Wichtig ist aber, und deswegen mache ich das Video ja eigentlich, um dir zu zeigen, dass die Geschwindigkeit hier die ganze Zeit fällt. Wir haben also eine negative Steigung, wenn wir uns das hier angucken, von minus 9,8, ja, minus 9,8. Das heißt, obwohl wir am Anfang eine positive Beschleunigung haben, positive Geschwindigkeit haben und uns deswegen auch nach oben bewegen, ist unsere Geschwindigkeit trotzdem die ganze Zeit fallend. Also wir können ja zum Beispiel auch die Vektoren hier einzeichnen. Ja, das machen wir mal. Wir zeichnen uns hier unten mal die Vektoren an im Wegdiagramm. Also, wenn du dir das anguckst, das ist sozusagen die Flugkurve des Balls. Allerdings fliegt der Ball natürlich nicht von links nach rechts, sondern du hast ihn einfach nur gerade hochgeworfen. Also die Linien würden theoretisch übereinander liegen.
Aber lass uns mal die Vektoren einzeichnen. Und zwar einmal den Geschwindigkeits- und einmal den Beschleunigungsvektor. Zu dem Zeitpunkt hier unten hatten wir ja gesagt, zum Zeitpunkt 0 sind wir immer noch 19,6 Meter pro Sekunde schnell. Das heißt, unser Vektor müsste ungefähr so aussehen. Und zwar nach oben gerichtet, haben wir ja gesagt, ist positiv. Und die Länge gibt, das haben wir auch schon mal gesagt, die Länge von einem Pfeil gibt immer an, was für einen Wert er ungefähr hat. Und wenn wir jetzt mal gucken, nach einer Sekunde sind wir nur noch halb so schnell. Das heißt, die Richtung ist ja immer noch die gleiche, nach oben, aber der Pfeil ist nur noch halb so lang. Weil die Geschwindigkeit oder der Betrag der Geschwindigkeit ist ja auch nur noch halb so groß. So zum Zeitpunkt 2, also nach 2 Sekunden, sind wir null schnell. Also haben wir gar keinen Geschwindigkeitsvektor hier. Hatten wir ja schon eben gerade festgestellt, dass wir, wenn wir am höchsten Punkt der Bewegung angekommen sind, dass wir da eigentlich im Stillstand sind. Und nach 3 Sekunden sind wir bei minus 9,8. Also der Fall, den wir zum Schluss gezeichnet hatten, und davon ungefähr so die Hälfte. Und den natürlich genauso. Also das hier sind plus 9,8 und das hier sind minus 9,8. Und nach 4 Sekunden sind wir bei minus 19,6. Das heißt, er müsste ungefähr, ich kann das natürlich nur schätzen, auf jeden Fall ist er so doppelt so lang wie der letzte Pfeil. Na, sagen wir mal so ungefähr. Okay, das heißt, bis hier war unsere Geschwindigkeit ganz noch positiv, positiv, positiv. Hier war sie 0 und von hier an ist sie die ganze Zeit nur am Fallen gewesen. Und hier war sie dann negativ. Und wenn wir uns dazu noch den Vektor angucken für die Beschleunigung, dann müsste das ja ungefähr folgendermaßen aussehen. Die Beschleunigung ist ja immer, wo haben wir sie? RIP, hier, minus 9,8 Meter pro Quadratsekunde. Also ist der Pfeil ja auch so groß wie wie 9,8 und das Minus zeigt uns, dass es nach unten geht. Das heißt, das hier wäre die Beschleunigung und hier ist die Beschleunigung natürlich auch immer noch minus 9,8. Und zum Zeitpunkt 2 ist die Beschleunigung auch minus 9,8. Also stell dir vor, die Pfeile sind immer gleich lang. Und zu dem Zeitpunkt hier ist die Beschleunigung auch minus 9,8. Und zu dem Zeitpunkt hier auch minus 9,8. Also halb so lang wie der Geschwindigkeitsvektor. Also ich hoffe, du kriegst jetzt, hast so ein bisschen eine Vorstellung davon bekommen, dass obwohl wir die ganze Zeit oder am Anfang eine positive Beschleunigung haben, wirkt natürlich die, Entschuldigung, eine positive Geschwindigkeit hatten, wirkt die Beschleunigung, die aufgrund der Gravitation auf unser Objekt wirkt, also in dem Fall unser Ball, zieht uns natürlich immer nach unten. Das heißt, wir müssen natürlich irgendwann mal einen höchsten Punkt erreichen, weil irgendwann ist ja die Geschwindigkeit sozusagen raus aus dem Ball. Er kommt ganz oben an, hat keine Geschwindigkeit mehr und wird aber natürlich trotzdem weiterhin immer mit der gleichen Kraft nach unten gezogen, bis er irgendwann wieder auf den Boden aufkommt. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich und wir sehen uns im nächsten Video.